Jerusalem will ich zum Laststein machen, allen Völkern, die hier in Hamageddon sich versammelt hat, zur großen Völkerschlacht. Die werden alle nach Jerusalem raufkommen und Jerusalem wird zum Laststein werden allen Völkern. Und alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiden, denn es werden sich alle Nationen auf Erden wieder sie versammeln. Es wird biblisch und das muss alles in Erfüllung gehen. Ja? Auch Assyrien noch, was wir vollkommen übersehen haben in der Eschatologie. Ich staune darüber, ja? Was wird ihm denn gelingen? Er wird Ägypten erobern. Sein antikes Pendant, Antiochos Epiphanes, wollte auch Ägypten erobern. Aber da kam sein Jugendfreund, Laenas, römischer Senator, mit Vollgas von Griechenland angefahren, von Kittim, von Zypern, und hat gesagt, stopp, du gehst nach Hause sofort, nix Ägypten erobern. Und der Antiochos Epiphanes sagt, muss ich mal drüber nachdenken. Und er sagt, nichts nachdenken, nimmt einen Stock, zieht einen Kreis um ihn im Sand und sagt, Antiochus, bevor du diesen Kreis verlässt, muss ich deine Antwort haben. Und dann zieht Antiochus ab. Antiochus erobert nicht Ägypten. Das heißt, der Seleukide erobert nicht den Ptolemäer. Wären die Römer damals nicht gekommen, hätte es kein römisches Weltreich gegeben. Das stand spitz auf Knopf. Die Römer haben in der Zeit eine Schlacht in Griechenland geschlagen und während die Römer dort beschäftigt waren, ist der Antiochus nach Ägypten runtergezogen und wollte Ägypten erobern. Und wenn der eine Woche schneller gewesen wäre, dann hätte der Ägypten eingenommen, wäre Nachfolger Alexanders des Großen und damit Beherrscher der Welt gewesen, dann wäre der den Römern entgegengezogen und hätte gesagt, stopp ihr Römer, ab zurück nach Italien, ich bin hier der Chef. Ja? Jetzt sind die Römer aber eine Woche früher mit der Schlacht fertig gewesen. Und Laenas wartet auf Zypern, auf das Lichtsignal, Befehl, wir haben gewonnen. Und der ins Schiff und Vollgas nach Ägypten und stellt sich seinem Jugendfreund Antiochus entgegen, sagt, stopp, heimgehen, wir sind jetzt die Chefs im Ring. Danach ist das Römische Reich aufgetreten. Und das war ganz knapp, dann wäre es Griechenland geworden. Dann wäre Antiochus als ein Antichrist-Typus ein Beherrscher der Welt. Merkt ihr, das ist eine alte Geschichte, die ich erzähle. Das ist alles schon mal gelaufen. Davon spricht Daniel. Ja? Und das ist das, was dann in der Endzeit passieren wird, dass nämlich dieser Endzeit-Antiochus, der nochmal kommt, der wird Ägypten erobern. Der wird sogar noch Libyen erobern. Der wird auch Äthiopien erobern. Der wird ganz Nordwestafrika erobern. Denn dem wird gelingen, ja, es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei, bis die ganze Geschichte zu Ende ist. Ihm wird gelingen, was dem Antiken nicht geschah. Er wird Ägypten erobern. Wie das passiert, sehen wir jetzt. Das Schwarze lassen wir mal weg, das interessiert uns jetzt nicht so sehr. Ja? In der zweiten Hälfte der Jahrwoche, warum das so ist, kann man nachher besprechen. Was uns Daniel dazu sagt, ist, dass der Ägypter, der fängt den ganzen Schlamassel an, der König des Südens. Daniel sagt, am Ende, 70. Jahrwoche, am Ende wird sich der König des Südens, das sind immer die Ägypter gewesen, deswegen sind ja diese Rosse nach Süden gezogen, die Gescheckten. Am Ende wird sich der König des Südens mit ihm messen. Aber der fängt an. Der wird sich mit dem messen, mit dem König des Nordens. Und der König des Nordens wird gegen ihn stürmen, mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen. Das heißt also, der Ägypter zieht nach Norden in das Reich des Antichristen rein und setzt sich hier in Jerusalem fest. Warum soll es jetzt sich interessieren? Der zieht nach Jerusalem und hockt dort. Wer es nachschlagen will, Gaal, G-A-A-L, Richterbuch, könnt ihr über diese Geschichte hier lesen, die hier passiert. Aber der König des Südens beginnt das. Und der König des Nordens, der stürmt auch gegen ihn. Der hört davon und zieht dem entgegen und nimmt Jerusalem wieder ein. Ja, damit aber nicht genug. Er wird gegen ihn stürmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen. Das heißt, der holt sich Jerusalem zurück und er holt sich auch Ägypten und besiegt die gescheckten Pferde, besiegt Ägypten. Dann gehört ihm sowohl Syrien als auch Ägypten. Seleukiden und Ptolemäer, zwei Füße in der Endzeit, noch schwach, noch klein, wachsen aber immer schneller und immer stärker. Ja?
Was beschreibt Daniel 11? Denn dem wird gelingen, was dem antiken Antiochos Epiphanes nicht gelang, der wird Ägypten erobern. Aber in seinem Rücken wächst Neo-Assyrien immer stärker. Das erleben wir heute, Iran. Der rückt ja ständig vor. Ja? In Syrien hat er schon seine Skat-Raketen da und seine Abschussbasen. Und die Israelis müssen immer nach Syrien rein und dort die Container zerbomben, weil die Iraner in Syrien immer mehr aufbauen, ihre Stellungen gegen Israel. Ja? Das ist etwas Historisches, was wir da sehen. Wenn wir diese Strukturen kennen, dann kann man auch schon mal Nachrichten hören und vielleicht sagen, formiert sich da was. Vorsichtig, wir spekulieren da nicht, ja? Die Weltgeschichte zu beurteilen ist schwierig. Aber ich zeige euch die biblischen Strukturen und ich glaube, dass die wieder kommen. Ja? Der wächst also sehr schnell und der zieht praktisch runter und der fällt in die Länder und wird verderben und durchziehen. Der wird ganz Nordafrika, Nordwestafrika wird der erobern, ja? In der Zeit wächst Neo-Assyrien hier oben immer stärker an. Und wir reden jetzt von Endzeit. Und in der Endzeit steht ja in Offenbarung 9 auch noch, dass da noch Engel gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Naja, der Euphrat, Tigris ist hier, Euphrat ist hier, ja? Das ist der Euphrat. Da sind ja noch vier Engel gebunden und die sollen noch loswerden. Der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat, auf das bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne, von Osten. Die kommen von Nordosten und ziehen hier ins Land rein. Das ist historisch, Jesaja 7. Und das nimmt die Offenbarung wieder auf für die Endzeit. Assyrien kommt noch. Kein Diktator aus dem Westen. Assur. Iran. Deswegen bin ich so hellwach, was da unten läuft. Ja? Das ist ja alles in größter Hektik und Nervosität. Ja? Gut, das ist das, was ich eben gesagt habe. Seht ihr, das ist auch Sachaja. Also unser Prophet hier, da sagt Gott, ich will sie wiederbringen, die Juden, ja, Israel, ich will sie wiederbringen aus Ägyptenland und will sie sammeln aus Assyrien. Warum? Weil die dahin verkauft wurden. Wann denn? Noch in der Zukunft. Das würde ja heißen, dass die Israelis, die heute in Israel wohnen, nochmal nach Assyrien und nach Ägypten verkauft werden, ja. Das ist aber grauslig. Das ist schon wahr. Das ist eine grauslige Perspektive. Ja? Ich will sie ins Land Gilead und in den Libanon bringen. Christus ruft die zurück, wenn das Millennium beginnt. Aus diesen Ländern, ja? Assyrien und Ägypten. Da soll denn erniedrigt werden die Pracht von Assyrien und das Zepter in Ägypten soll aufhören. Wann denn? Wenn Jesus sein Reich aufrichtet. Ja? Dann muss aber auch Assur und Ägypten und auch dieser Antichrist in der Endzeit gewesen sein. Ja, und das haben wir heute. Im Prinzip ist die Aufstellung der Pferde, die ist da. Es ist nur die Frage, wann die losreiten. Ja? Okay, also der Antichrist hat hier Ägypten, erstmal Jerusalem zurückerobert und fällt in die Länder Ägyptens rein und ihm gelingt das, was dem historischen Antiochos nicht gelungen ist. Der erobert Ägypten, der erobert Libyen hierüber und Kusch Äthiopien hierunter. Das, was ihr hier seht, dieses Rot und hier noch so ein bisschen auch, ja, für Äthiopien, das ist das Reich des Antichristen. Ja? Alle sagen euch, und ich habe das auch immer so gehört, dass das Reich des Antichristen weltweit ist. Es mag sein, dass der Antichrist auch Einfluss hat auf die europäischen Staaten. Ich will das nicht ausschließen, ich weiß das nicht. Was ich weiß ist, dass das Reich des Antichristen in Daniel benannt ist. Die Länder sind benannt. Ja? Das heißt, er zieht durch, bis Libyen ist in seinem Gefolge, Kusch, Ägypten, Syrien und Israel. Das ist das endzeitliche Herrschergebiet laut Daniel für den Antichristen. Und im Nordosten braut sich ein anderer Block zusammen, Neo-Assyrien, immer größer, immer stärker. Ja, das drückt vorwärts und will sich ausdehnen, ja, und will groß werden. Und dann passiert etwas, dass die Neo-Assyrer nämlich Damaskus angreifen. Ja, die stürmen nach Süden und erobern die Hauptstadt vom Antichristen, da kommt der ja her. Und nehmen Damaskus ein. Und da sagt Jesaja 17, dies ist die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufe. Und es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Und das Königreich zu Damaskus und das übrige Syrien, also das, was noch übrig ist von Syrien, ja, wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder Israel, spricht der Herr,
Zebaoth, nämlich genauso verwüstet, armselig und verheert wie die Herrlichkeit Israels, dessen fetter Leib mager geworden ist, so mager wird es mit Damaskus aussehen, denn Damaskus wird keine Stadt mehr sein, weil die Assyrer da hineinfallen und Damaskus zerstören. Ja? Davon hört der Antichrist, der ist hier unterwegs in Nordafrika und er hört Gerüchte von Norden und von Osten. Ja? Von Norden und von Osten, also Neo-Assyrien, Iran. Sagt Daniel 11, Vers 40, steht in der Bibel, in dem Zusammenhang, dass er hier in die Länder fällt und alles erobert. Als er hier unterwegs ist in Nordafrika, hört er Gerüchte. Wovon denn? Dass die Assyrer nach Damaskus eingefallen sind, in sein Reich gefallen sind. Drama. Und die Assyrer, die lagern sich nachher in dieser großen Ebene hier am See Genezareth in Hamageddon. Ich zeige euch das aber gleich. Wo ich euch noch darauf aufmerksam machen will, ist, dass hier steht, dass Damaskus keine Stadt mehr sein wird und es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Warum ist denn Damaskus die Feste Ephraims? Was hat denn Ephraim mit Damaskus zu tun? Die sind im Bund miteinander für 7 Jahre. Damaskus ist die Schutzmacht Ephraims. Weil der Norden Israels abgebrochen ist und Ephraim keine Möglichkeit mehr hatte, sich irgendwie als Staat zu formieren, hat der kommende Fürst einen Bund gemacht mit den vielen, mit Ephraim. Und der kommende Fürst, der ist aus Damaskus. Und damit wurde Damaskus die Trutzburg, die Feste, die Schutzmacht Ephraims. Das sagt der Text, Jesaja 17. Und das habe ich euch ja die ganze Zeit gesagt. Israel bricht auseinander und der Norden macht einen Bund mit Israel. Ja? Das steckt alles in diesen Versen mit drin. Und wenn man da sensibilisiert ist für, dann spürt man das auch. Ja? Okay, also der Antichrist hört davon, dass das hier passiert ist. Und jetzt dreht er sich um, ja, und zieht denen hier entgegen. Da steht in Daniel 11, Vers 44, es wird ihn aber ein Geschrei erschrecken von Osten und Norden oder ein Gerücht, ja. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Die nämlich, die sein Reich hier oben angegriffen haben. Viele will er verderben. Und er zieht aus nach Norden und nach Osten. Und er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren um den werten heiligen Berg. Was ist denn der werte heilige Berg? Der Zionsberg, oder? Das heißt, er wird mal Jerusalem belagern. Aber es steht auch, dass er sein Gezelt aufschlagen wird zwischen zwei Meeren und um den werten heiligen Berg. In manchen Bibeln steht, er wird sein Gezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem heiligen Berg. Aber da steht Meer im Plural, zwischen zwei Meeren. Zwischen welchen zwei Meeren? Zwischen dem Mittelmeer und dem Meer Genezareth. Was liegt denn da? Da liegt Hamageddon, die Ebene Hamageddon. Da wird er sein Lager aufschlagen. Einmal zwischen zwei Meeren und nochmal, wenn er Jerusalem belagern wird. Nur mal für den Hinterkopf, da kommen wir gleich zu. Er schlägt zweimal sein Lager auf. Ja? Okay, also der zieht jetzt hier entgegen, der Antichrist, dem Neo-Assyrer entgegen. Das hier, das sind die Könige vom Osten, Euphrat, wovon die Offenbarung schreibt, dass die in der Endzeit ja nochmal kommen. Ja? Die fehlen, Entschuldigung, bei Roger Libby fehlen die total. Ja, der hat nur einen Diktator vom Westen, der guckt immer hier links rüber. Aber der muss darüber gucken, da spielt es. Ja? Das ist eine ganz andere Richtung. Und deswegen werden sich auch viele wundern, wenn das kommt. Ja? Und hier unten haben wir das Reich des Antichristen. Das ist der Umriss des Antichristen. Und diese beiden Machtblöcke, die treffen in der letzten Zeit in Hamageddon aufeinander. Das ist das, wenn man das zusammenführt. Das sind die schwarzen Pferde und die weißen. Die Gescheckten sind schon vorbei und die roten auch. Ja, die roten sind Geschichte. Das ist jetzt das, was Sacharja uns zeigt. Und die kommen dann in Hamageddon zusammen. Hier ist diese große Ebene Hamageddon, diese flache Ebene. Und die schwarzen Pferde haben hier oben Damaskus zerstört, ja, und ziehen runter nach Hamageddon, weil Offenbarung sagt, er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Hamageddon. Und der Antichrist kommt von Nordafrika und zieht auch ihren Willens, viele zu vertilgen und zu verderben. Ja?
Das ist das, was die Bibel uns zeigt. Ja, die kommen also daran und wollen jetzt in Hamageddon auf 200 Millionen Soldaten. Das ist big. Das ist Herr der Ringe. Der Kampf der fünf Heere oder so heißt es, glaube ich. Ja? Die große Endzeitschlacht. Hamageddon. Aber nirgendwo in der Bibel steht, dass die stattfindet. Da steht nur, dass er sie sammelt. Ja, die stehen sich ja also gegenüber. Und Gott hat sie versammelt in Hamageddon, aber die sogenannte Schlacht von Hamageddon, die habe ich nirgendwo gefunden in der Bibel. Was machen die da? Ja, das wundert mich auch. Ich habe mich gefragt, was machen die da? Jetzt stehen die da und es geht nicht weiter. Und dann steht in der Bibel, dass der Antichrist ja sein Lager nicht nur zwischen zwei Meeren aufschlägt, zwischen dem The Sea of Galilee steht hier. Ja? Im Deutschen heißt das See Genezareth. Aber wir müssten eigentlich sagen, die See Genezareth. Der See Genezareth wird in der Bibel als Meer beschrieben. Öfters. Ja? Und zwischen dem See von Galiläa und dem Mittelmeer liegt Hamageddon. Da schlägt der Antichrist sein Lager auf. Aber der zieht nochmal nach Jerusalem rauf. Und nicht nur der Antichrist zieht nach Jerusalem rauf, sondern Assur auch. Assyrien zieht auch nochmal nach Jerusalem rauf. In der Bibel ist sogar, ich glaube in Joel, ist sogar die Marschroute beschrieben, die Assyrien nimmt von der Ebene Hamageddon, hier durchs Tal gehen die hier hoch und kommen von hier hoch nach Jerusalem. Der Antichrist hier über diese Route nach Jerusalem. Beide ziehen nach Jerusalem. Was veranlasst die nach Jerusalem zu ziehen? Ein Heer von 200 Millionen. Was ist in der Lage, ein Heer von 200 Millionen Leuten davon abzuhalten, dass die aufeinander losgehen? Das muss etwas Großes sein. Jesus? Ich glaube, die Entrückung hängt mit Jesus zusammen, ja? Jesus kommt in Wolken und holt seine Gemeinde. Und die stehen dort und sagen, was ist denn jetzt los? Die Gräber gehen auf und die sehen, wie die entrückt werden. Die stellen auf ihre Füße, werden in Wolken entrückt und sehen sie ihre Feinde. Das macht doch Panik, oder? Das macht Panik. Trotzdem glaube ich, dass wir das hier nicht mit unseren normalen Emotionen fassen können. Ich glaube, die sind okkult vollkommen verwirrt und aggressiv und die sind irrsinnig im Kopf. Eins werden die aber sehen, dass die Entrückung da ist. Und das insbesondere Offenbarung 11, haben wir schon mal kurz angedeutet, ja? In der ganzen Offenbarung ist nirgendwo die Rede von einer Entrückung, oder? Ja gut, Offenbarung 2 Vers, oder Offenbarung 4 Vers 1 und 2. Komm herauf, ich will dir zeigen, was danach geschehen soll, ja? Was ist denn Entrückung? Entrückung heißt, alle Gläubigen von 2000 Jahre Christenheit werden an einem Augenblick lebendig, ihr Grab öffnet sich und die werden in den Himmel hinaufgerückt, in Wolken Christus entgegen. Und zwar überall auf der Welt, in Brasilien, in Russland, in Syrien, in Ägypten, in Deutschland, ja, in der Schweiz, in Frankreich, auf der ganzen Welt. In einem Augenblick gehen alle Gräber auf und alle, die an Jesus geglaubt haben, werden. Das ist sehr, sehr groß. So. Und Posaune. Ja? Und Christus. Das, also manche Leute sagen, das ist Blue Beam, ja? Also ich muss das wieder rausschneiden, ja? Aber das werden die sehen, wie die Leiber dann wird die Gemeinde Jesu vollendet. Das ist sehr groß. Das vermute ich, dass hier die Entrückung geschieht und dass die so geschockt sind, dass sie zum letzten Mal ihren Weg hinauf nach Jerusalem nehmen, denn Gott will alle Heidenvölker versammeln um Jerusalem. Ja? Und auch der Antichrist wird sein Leben ja lassen bei der Belagerung des werten Heiligen Bergs, bei der Belagerung Jerusalems. Das heißt, diese beiden werden alle beide, sagt die Schrift, nach Jerusalem raufziehen und dort ihr Schicksal finden, wenn Christus mit der Gemeinde wiederkommen wird auf den Ölberg und die beiden richtet und dann sein Zorn zur Ruhe finden wird hier im Norden. Ich zeige euch gleich, warum das so kommt. Das dauert ja eine Weile. Erst ist ja mal die Hochzeit des Lammes. Ja. Also ich vermute 45 Tage. Zwischen Entrückung und Wiederkunft auf den Ölberg. Wie kommst du auf die Zeit? Machen wir gleich beim Kaffee. Ich habe zumindest nirgendwo gefunden, dass sie kämpfen. Ich sehe nur, dass die Bibel sagt, die werden versammelt, aber ich sehe auch kein Schlachtergebnis. Ich habe am Anfang habe ich gedacht, der Antichrist bleibt ja bis zum Schluss.
sagt die Bibel. Das kleine Horn gilt auf die Zeit des Endes, das bleibt, bis Christus wiederkommt. Dann habe ich gedacht, gut, vielleicht gewinnt der Antichrist in Harmageddon gegen die Assyrer und zieht dann nach Jerusalem rauf und nimmt die Assyrer mit. Aber die Assyrer ziehen auch eigenhändig nach Jerusalem rauf. Nicht, das wäre eine Spekulation. Ich kann das nicht sagen, dass es so wäre. Es ist halt einfach so, dass keine Schlacht geschrieben ist. Ja, wir sind total geschockt und sagen, die kämpfen gegen das Lamm, sagt die Schrift, ja. In Hesekiel nochmal, ja. Doch, ich glaube, dass das mit Harmageddon zusammenhängt. Können wir aber gleich nochmal gucken, ja. Ja, wir kommen gleich nochmal drauf. Also ich glaube, dass die Stelle damit zusammenhängt, ja. Ich zeige dir den Gedanken gerade noch kurz zu Ende. Ja? Ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen neu auch. Aber die beiden werden dann raufziehen nach Jerusalem und werden hier Jerusalem angreifen. Und Micha 5, Vers 5, da haben wir gestern von Micha 5, Vers 3 haben wir schon mal gelesen. Ja? Und Micha 5, Vers 5 steht, wenn Assur in unser Land fällt und in unsere Häuser bricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten wieder ihn bestellen, die das Land Assur verderben. Also wird er uns, Christus wird uns von Assur erretten, wenn Assur in unser Land fallen und in unsere Grenzen brechen wird. Das ist seltsam. Gott rettet Israel von Assur, weil Assur ins Land fällt. Das ist hier. Das ist ja in Micha geschrieben. Micha ist 4. Jahrhundert vor Christus. Assur war zum letzten Mal im 8. Jahrhundert vor Christus in Israel. Ja? Und das schreibt Micha für die Endzeit. Und das passiert, wenn die hier oben Damaskus angreifen und über Damaskus nach Harmageddon und von Harmageddon ins Land fallen und Jerusalem angreifen. Dann würde sich diese Stelle hier, die würde sich dann erfüllen. Ich bin der Überzeugung, dass diese Bibelstellen, die müssen auch ins Raster passen. Man darf die nicht übersehen. Ja? Es sind auch noch andere Stellen in die Bibel. Ich zeige euch mal so, nur so einen kurzen Leitfaden. Ja? Ich glaube, da kommt noch eine Stelle. Ja? Sacharja schreibt später nochmal im Kapitel 12, zur selben Zeit will ich Jerusalem, nicht Israel, Jerusalem will ich zum Laststein machen, allen Völkern, die hier in Harmageddon sich versammelt hat, zur großen Völkerschlacht. Die werden alle nach Jerusalem raufkommen und Jerusalem wird zum Laststein werden, allen Völkern. Und alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiden, denn es werden sich alle Nationen auf Erden wieder sie versammeln. Das, denke ich, ist, wenn ganz Nordwestafrika und der ganze fruchtbare Halbmond zusammengezogen wird gegen die Stadt Jerusalem. Warum sollen die darauf ziehen nach Jerusalem? Weil dort die Entrückung stattgefunden hat, weil dort Christus zu sehen war. Und in finsterster Verblendung und aggressivstem Hass gegen alles, was mit Jesus zu tun hat, ziehen die darauf nach Jerusalem, um die Stadt komplett im Erdboden gleich zu machen. Das wäre so ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Ja? Denn ich werde alle Nationen, alle Heiden gegen Jerusalem sammeln zum Streit und die Stadt wird gewonnen und noch einmal die Häuser geplündert und die Weiber geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen, weggeführt werden. Nochmal. Die Assyrer werden nochmal in die Stadt nach Jerusalem brechen und dort die Hälfte der Stadt in Gefangenschaft führen. In welche Gefangenschaft? Assyrische Gefangenschaft. Warum? Herr Christus hat doch gesagt, ich will sie holen aus Assur und aus Ägypten, wohin sie in Gefangenschaft gegangen sind. Das heißt, das moderne Israel wird nochmal diesen Irrsinn hier erleben und wird nochmal in assyrische Gefangenschaft kommen. Und wenn dann Christus wiederkommt und alles gut macht, dann holt er sein Volk aus Assur und dann glaube ich, dass die Hesekiel-Stellen greifen, dass Gott sein Volk aus allen Völkern holt. Nicht 1948 Aliyah. Ja? Das ist auch eine Sammlung, aber das meint Hesekiel nicht. Hesekiel setzt hier ein, später. Das würde aber heißen, dass der moderne Staat Israel zerbricht, verheert, verödet, verwüstet wird, sodass niemand darin wohnt. Und es wird wüst bleiben bis zum Ende. Und es wird große Verwüstung geben und es gibt sogar noch ein Gräuel der Verwüstung. Erinnert euch dran, da hier ziehen die Pferde.
Die ziehen durch die ganzen Länder hin und her, Krieg und da, ja, gegen Jerusalem, gegen Ägypten, gegen Libyen, gegen Damaskus, ja, hin und her und verheeren, verwüsten das Land. Es geht alles kaputt, alles wird zerschlagen, nichts bleibt übrig, kaum noch Menschen da. So wenig Menschen, dass der dann geboren wird, Honig und Butter essen wird. Jesaja 7 sind wir jetzt wieder. Das ganze Land wird zerstört und verwüstet, bis niemand mehr sagt, wir hätten es jetzt, also Jesus, wenn du noch ein bisschen, dann hätten wir es ja geschafft. Sondern bis alle sagen, komm bald, Herr Jesus. Und ja. Steht, das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden? Ein Teil bleibt in der Stadt übrig, ja. Ein Teil, ein ganz kleiner Teil bleibt in der Stadt Jerusalem übrig, weil der Herr ausziehen wird und streiten wird wieder die Heidenvölker, ja, wieder diese Nationen. Wieder den Antichrist und seine Truppen und wieder Neo-Assyrien. Ein ganz kleiner Teil bleibt in Israel übrig. Und wenn ihr, es gibt eine Stelle im Römerbrief, da steht, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Ja, Römer 11. Denn zu Zion wird kommen ein Erlöser, der das gottlose Wesen abwendet von Jakob. Wann kommt zu Zion ein Erlöser? Ja, einmal vor 2000 Jahren, Jesus. Das kann aber der Römerbrief nicht meinen. Ja? Sondern der Römerbrief meint das zweite Kommen Jesu. Wann kommt denn Jesus nochmal nach Zion? Naja, wenn er auf den Ölberg kommt, in Macht und Herrlichkeit, dann kommt er, um das gottlose Wesen von Jakob, nicht von Israel, von dem bösen alten Jakob abzuwenden. Denn das Böse wird hier sein, der Antichrist und die Truppen der Neo-Assyrer. Dann kommt Christus, übrigens mit der Gemeinde, auf den Ölberg, um das gottlose Wesen von Jakob abzuwenden. Ja? Das ist, wenn Christus auf dem Öl... Und dann wird ganz Israel gerettet werden, beziehungsweise das, was dann auch von Israel übrig ist, in assyrischer Gefangenschaft und in ägyptischer Gefangenschaft. Denn er wird sein Volk sammeln und wird sein Volk wieder aus den Heiden zusammenführen und dann das tausendjährige Reich gründen. Das sagt Römer 11. Ist der Ölberg groß genug? Ja, der wird ja sehr weit, gute Frage, der wird ja sehr weit auseinandergehen. Ja, aber das hat auch noch, aber nur so mal als groben Umriss, ja, als Abriss, und das wird sehr biblisch, das sind Strukturen, die sind auch alt, das kennt man eigentlich schon, ja, das wiederholt sich in der Endzeit und kumuliert, ja. Und hier steht, der Herr wird ausziehen und streiten wieder diese Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streits. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Christus kommt auf den Ölberg, so wie er aufgefahren ist, so kommt er wieder. Das heißt, Zacharja 14 schreibt von Assur, von Jerusalem, die nochmal erobert werden wird, dass nur ein kleiner Teil in der Stadt übrig bleibt und dass dann Christus wiederkommen wird auf den Ölberg und Jerusalem befreien wird. Von wem? Vom Antichrist und von Neo-Assyrien. Ja? Hier laufen ganz viele Fäden der Prophetie zusammen, ganz viele von überall, Stellen, die man kennt, das konzentriert sich hier auf diesen Punkt hier, ja? Und der Antichrist, der kommt um, wenn ihr lest Daniel 11, Vers 45, der kommt um bei der Belagerung des werten heiligen Berges. Das heißt, der Antichrist stirbt in Jerusalem, wenn er Jerusalem belagert. Wann denn? Na, wenn er von Hamageddon hier hochzieht. Ja? Jetzt hat er zweimal sein Lager aufgeschlagen. Einmal zwischen den Meeren und einmal um den werten heiligen Berg. Das sagt Daniel 11, Vers 45, ja? Und er wird den Palast seines Gezelts aufschlagen zwischen zwei Meeren, eins, und um den werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde und niemand wird ihm helfen. Daniel 11, 45. Christus, wenn er wiederkommt. Ja? Der Antichrist ist dann ein großes Horn gewesen, haben wir ja gesehen, wie groß seine Ländereien sind. Er hat den halben fruchtbaren Halbmond da vereinigt unter sich. Aber gegen Assur, das kriegt er, dann kommt Christus auch wieder. Ja? Und dann kommt Christus wieder auf den Ölberg und wird den Antichristen töten und verwerfen in den feurigen Pfuhl, sagt die Offenbarung. Ja? Und was passiert mit den Assyrern? Die verfaulen hier in Hamageddon. Ich will den von Mitternacht, den von Norden, fern von euch treiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen.
sein Angesicht hin zum Meer gegen Morgen, Osten, ja? Das ist der, Entschuldigung, zum Meer gegen Morgen, also Osten, See Genezareth, und sein Ende hin zum Meer gegen Abend, Westen, das ist das Mittelmeer. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat große Dinge getan. Und nachher schreibt der Herr, denn ich kann auch große Dinge tun. Steht im selben Kapitel. Sagt Gott selber, ich kann auch große Dinge tun. Der hat große Dinge getan, aber ich tue noch größere Sachen. Ja? Christus, Herr der Herren. Das heißt, hier habe ich schon mal dieses schwarze Pferd dahin. Das ist schon ganz, ganz fahl und durchsichtig. Ja? Das war das schwarze Pferd. Hier bringt Gott seinen Zorn zum Frieden. Das ist der letzte Gegner Assur, den er zerstört, weil er in das Land Immanuels gebrochen ist. Jesaja 7, steht in Jesaja 7 schon. Ja? Und dann wird sein Zorn hier zur Ruhe kommen, denn die schwarzen Pferde zogen nach Norden und die weißen auch nach Norden, weil die sich hier oben getroffen haben. Und die scheckigen, die zogen ja nach Süden. Ja? Und jetzt haben wir gesehen, das ist eine super dynamische Sache. Da geht's drunter und drüber. Das ist nicht statisch. Wenn wir die 70. Jahrwoche anschauen, das ist hochdynamisch und agil. Da geht's hin und der kämpft gegen den und der vom Süden gegen den Norden und in der Zeit Assyrien. Und dann kommen die von oben runter, machen Damaskus kaputt und dann hört er Gerüchte. Versteht er, das geht hin und her, hochbewegt, hektisch, ja? Wenn da Menschen zum Glauben kommen, ich glaube, die haben kaum noch Gelegenheit, in der Bibel wirklich fest zu werden und das zu verstehen. Aber retten tut das Wissen hierüber ja nicht. Retten tut der Glaube an Jesus, oder? Und sonst gar nichts, auch kein Wissen hierüber. Vielleicht sind die manchmal ängstlich und sind desorientiert und sagen, wann kommt denn was und was ist denn jetzt schon wieder los, ja? Aber sie sind trotzdem gerettet und sie werden da durchgeführt. Und wenn sie dann nicht durchgeführt werden und das Leben verlieren, dann haben sie trotzdem das ewige Leben in Christus. Ja? Oh, das ist ein schwieriges Thema, gell? Ist gut, dass du das ansprichst. Also die Offenbarung ist da ja sehr zurückhaltend mit. Also meine Überlegung war die, wenn die Offenbarung von den letzten Dingen handelt, warum spricht die Offenbarung nicht von einer Entrückung? Dann sagen mir die aus den Brüdergemeinden, wieso die Offenbarung spricht doch von der Entrückung. Sag ich, wo denn? Haja Kapitel 2, Vers, oder Kapitel 4, Vers 1 und 2, glaube ich, ist das, ja? Steig herauf, ich will dir zeigen, was danach geschehen soll. Und Johannes soll stellvertretend für die Gemeinde entrückt werden. Dann sage ich, ja gut, aber die Entrückung, das ist big. Was ist denn größer als das? Ja? Ich meine, selbst die Himmelfahrt Christi war begrenzt auf den Ölberg. Die Jünger haben ihn gesehen, ja. Aber hier geht weltweit, und zwar in einem Nu, überall hier und überall gehen plötzlich die Gräber auf. Die Posaune wird geblasen, da ist Licht, Christus ist da. Und überall werden die Gläubigen in den Himmel entrückt. Also ich bitte euch, das wird doch in der Offenbarung nicht zwischen zwei Versen irgendwo in einem Halbsatz erwähnt, ja. Da würde ich mir mehr erwarten. Und das Einzige, wo ich wirklich eine Entrückung sehe in der Offenbarung, ist in Offenbarung 11. Das sind zwei Zeugen, wer jetzt mal immer das ist. Die sind tot, 3,5 Tage, egal wie lange die jetzt mal sind oder nicht. Irgendwann werden die lebendig stehen auf ihre Füße und die werden entrückt in den Himmel. Und ihre Feinde sehen sie und geben Ehre dem Gott des Himmels. Ich könnte mir vorstellen, dass alle Welt natürlich die Entrückung sieht, aber speziell diese Entrückung, die in Offenbarung 11 beschrieben wird, zeigt, dass die Entrückung aus Jerusalem hinaufgeht in den Himmel, wo Christus wartet. Und dass die Israeliten, die bis dahin im Bund gewesen sind mit dem Antichristen, die sehen und sagen, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn die sehen ja die Entrückung und geben Ehre. Wem denn? Dem Gott des Himmels und der Erde, steht in Offenbarung 11. Das würde heißen, dass Israel oder die Israelis, die bis dahin mit dem Antichrist im Bund waren, vom Antichrist abfallen, weil sie bekehren sich wieder zu ihrem Gott. Im Alttestament, die Entrückung ist ja gerade geschehen, die werden nicht wiedergeboren. Aber die bekehren sich zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ein ganz kleiner Teil. Was sollen die dann machen? Die fliehen vom Antichristen, der sich ja hier gelagert hat. Ja? Während der Belagerung geschieht ja hier die Entrückung. Und die sehen die Entrückung, die Israelis, die mit ihm im Bund sind. Und die sehen, dass die Entrückung aus Jerusalem geschieht, so wird es gezeichnet in der Bibel. Ja, das ist das, was man in Offenbarung 11 findet. Und dann fliehen die davon. Wo sollen die hinfliehen? Die fliehen in die Trümmer der zerstörten Stadt Jerusalem. Da verschanzen die sich und bitten Gott, dass er sie rettet. Joel 1, Joel 2 ist das Gebet dieses kleinen Überrestes. Und der Antichrist, der sieht es und wendet sein Heer um. Das dauert
zwei, drei Wochen. Das ist ja ein riesiger Pulk, ja. Und dann wendet er die um hierauf, um endgültig diese ständig aufrührerische Stadt endgültig jetzt dem Erdboden gleichzumachen, zu zerstören, dass nie mehr Jerusalem gedacht wird. Weil die Juden hier immer Stress gemacht haben. Das ist jetzt der dritte Aufmarsch gegen Jerusalem in der Endzeit. Der kommt dreimal, ja. Und der versucht, Jerusalem endgültig zu zerstören. Und die, die dort in der Stadt sind, da wird nochmal ein Teil von in die Gefangenschaft geführt. Nochmal ein Teil weg und ein ganz kleiner Teil bleibt übrig. Und auf der Buße dieses kleinen Überrests baut Gott seinen Tempel des tausendjährigen Reichs mit den Leuten dann auf. Und das sind Leute wie David und wie Jonathan, die sind wirklich geläutert, die haben ihren Gott lieb. Ja? Aber das, versteht ihr, das ist ein Überrest von Israel, oder? Erschreckend klein. Ja, denn zwei Drittel kommen ja ums Leben und das letzte Drittel wird nochmal gereinigt, nochmal geläutert. Und das Gebet in Joel, in den ersten Kapiteln in Joel, will jetzt nicht zu weit da ausholen, aber da könnt ihr lesen, dieses Bußgebet, wo die schreien zu Gott, dass er ihnen helfen soll und ihr Leben retten soll und sie bewahren soll. Und dann kommt Christus wieder auf den Ölberg und besiegt den Antichristen. Auf dem Ölberg, dann, da soll er sein Leben lassen, Daniel 11,45. Und dann treibt er praktisch die Assyrer hier nach Norden und die werden hier oben in der Ebene Hamageddon verfaulen. Und dann fängt das tausendjährige Reich an. Ja, also auch prozesshaft. Ich glaube, dass das in Jerusalem erstmal beginnt und von Jerusalem immer weitere Kreise zieht, ja? Bis ganz Israel dabei ist, dann werden ja Gefangene von Ägypten kommen und von Assyrien, die dahin verkauft worden waren übrigens, ihr wisst jetzt warum, ja? Die werden alle zurückgebracht, die kommen alle nach Jerusalem, großes Fest hier. Ich kann das nur so bezeugen, wie das sein, Christus wird leiblich in Jerusalem sein. Leiblich dort sein, leibliche Auferstehung, leibliche Wiederkehr, leibliche Inthronisierung in Jerusalem, ja? In den Trümmern. In den Trümmern, ja. Ja? Wir müssen aber auch jetzt nicht nur die Trümmer Jerusalem sehen, wir müssen vielleicht auch die geistliche Komponente sehen. Ich weiß, wenn Israel auseinander, haben wir vielleicht schon besprochen, wenn Israel auseinanderbricht in den Norden und in den Süden, dann entsteht der Tempel. Der Norden ist der Vorhof. Ephraim ist der Vorhof. Juda ist das Heiligtum. Jerusalem das Allerheiligste und der Berg Zion ist der Altar, auf dem das ewige Opfer gebracht wurde, Christus. Ja? Das ist ein heiliges Land, oder? Das würde ja heißen, wir sehen den Tempel seit 2000 Jahren vor unseren Augen und wir sehen es nicht. Ja, das ist aber ein Ding. Ja? Wenn ich also immer sage, Israel bricht auseinander, dann sage ich eigentlich damit, wenn Israel auseinanderbricht, entsteht der Vorhof und das Heiligtum. Und dann haben wir das Allerheiligste Jerusalem und den Altar, den Berg Zion. Und jetzt stellt euch vor, Jerusalem kommt zum Glauben an Jesus. Was heißt das denn? Dass in diesem Tempel die Priesterschaft ist. Ja, dann wäre der Tempel ja betriebsbereit. Ja, was denn für ein jüdischer Tempel? Nee, ein Tempel Gottes. Ein Tempel Gottes im Geist. Dann könnte ja das tausendjährige Reich anfangen. Ja. Dann wäre der Tempel fertig mit Vorhof und Heiligtum und Allerheiligtum und Priesterschaft. Ja, natürlich. Dann könnte Christi Herrschaft über die Welt beginnen. Und was macht der Antichrist? Der geht da rein und macht alles kaputt. Der tötet die Priesterschaft im Tempel. Wie der Doeg damals. Ja? David hatte sich ja beim Priester Abimelech sich Brot geholt, Essen geholt und das Schwert vom Goliath. Und der Doeg war dort eingeschlossen und sieht den David. Und dann verrät der Doeg den David an Saul und nachher bringt der Doeg die komplette Priesterschaft um. Das macht der Antichrist hier, wenn Jerusalem wiedergeboren ist. Versteht ihr, wir gucken die ganze Zeit Israel an und verstehen nicht, das ist der Tempel mit Vorhof, mit Heiligtum, mit Allerheiligsten. Aber die Priesterschaft fehlt uns doch. Und wenn ich sage, Jerusalem wird wiedergeboren, gucken mich viele komisch an, aber ihr wisst es, was ich meine, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, ist geistliche Priesterschaft Jesu Christi in den Tempel eingezogen. Versteht ihr, wir dürfen nicht nur die Trümmer sehen und die Physik und die Geografie, wir müssen das geistlich einordnen. Und dann versteht ihr, dass Johannes sagt in der Offenbarung, misst den Tempel und den Altar und die, die darin anbeten. Weil Tempel und Altar, hier Jerusalem, ist wiedergeboren. Aber den Vorhof misst nicht Ephraim, denn er ist den Heiden gegeben.
Und die Heiden werden die Stadt zertreten 42 Monate. Das meint Johannes. Der meint den echten Vorhof. Das heißt, die Stiftshütte und der Tempel, von dem wir immer reden, das ist das ganze Land Israel. Und wenn der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, dann setzt er sich nicht in einen jüdischen Tempel, sondern in diesen echten Tempel, in dem dann die Priesterschaft ist. Das sagt das Wort Gottes. Versteht? Und das, wir hören jetzt auf, aber das öffnet sich plötzlich vor unseren Augen. Das lebt alles und es wird plötzlich konkret. Und ihr habt jetzt schon ein paar Sachen gehört und jetzt kommen wir mal wieder an die Punkte zurück. Und das sind so Erinnerungsmomente, die man hat. Wenn man jetzt 4 Wochen mal vergehen ließ und fing noch mal an vorne, dann wüsste ihr schon, wo der Klein irgendwo hin will. Und dann hört man das, wenn er sagt, die Stadt Jerusalem wird wiedergeboren, dann sagt er, ja klar, das muss ja hier, das muss ja kommen. Ja? Und dann versteht man, dass das nicht hergesponnen ist, sondern das steht in Gottes Wort. Ja? Ich finde das großartig. Also wenn wir das sehen, dann kommt Jesus bald. Jetzt sind wir am Ende. Ne? Das war erste Nachtgesicht und dann haben wir uns das hier total dynamisch. Ja, da geht es voll ab. Ja, da geht die Post ab. Ja, die haben wir jetzt praktisch das erste und das letzte Nachtgesicht gesehen. Und die roten Reiter sind alle hier drin. Da reitet keiner mehr. Und den weißen Antichrist haben wir ja auch gefunden. Und die Schwarzen sind die Könige vom Osten und die Gescheckten sind Ägypten. Das wäre der Grund. Und jetzt haben wir einen ganzen Ablauf von Babylon, Medo-Persien, Alexander, Sprung zum Antichrist in die Endzeit. Und dann sind wir gesprungen hier runter ins achte Nachtgesicht und da sehen wir bis zu Hamageddon, was da am Ende passiert. Ein großes Bild, was Gott da ausbreitet. Das ist groß wie Daniel, oder? Und das ist so wenig beachtet, ja? Gut, das schauen wir uns dann morgen an, ja? Jetzt schließen wir. Ich würde noch beten mit uns. Vielleicht singen wir noch ein Lied und dann schließen wir ab. Ja? Gut. Herr Jesus, wir danken dir sehr, dass wir dein Wort so sehen dürfen und überstaunen über die Fülle und wie alles zusammengeführt wird, alles zusammen sich fügt. Und über dem Allen dürfen wir sehen und wissen, dass du der Herr bist und dass du die Dinge alle vorher festgelegt hast. Nicht nur in Sacharja, sondern schon in Daniel und schon in älteren Büchern, im Alten Testament schon alle vorhergeschrieben hast und festgelegt hast und dass wir darüber sehen dürfen, dass dein Wort göttlich ist und von dir kommt und dass du alle Dinge in deiner Hand hast und dass wir sehen dürfen, wie du dein Volk und auch deine Gemeinde zum Ziel bringst und alles gut wird in dir und alles aufgelöst wird und diese alte Welt, die so schuldig geworden ist und voller Sünde ist und verstrickt ist in Sünde, erlöst wird, wenn du kommst und neu werden wird, wenn du kommst und alle Welt dich sehen wird, wie du bist. Danke, dass wir jetzt schon sehen dürfen und erkennen dürfen, dass du der Herr bist, der war, der ist und der kommt und dass wir Angekommene sind durch den Glauben an dich. Segne uns auch den Abend noch und die Gespräche und sei du bei uns, so wie du zugesagt hast, Herr. Wir preisen deinen Namen. Amen.